Ja, hallo liebe Freunde und Feinde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr euch das Video angucken wollt. Ich habe es in der Überschrift schon gesehen, es geht um französische Panzer im Ersten Weltkrieg und dort speziell um einen Panzer, den ich eigentlich als den interessanteren von allen finde. Die Franzosen haben im Ersten Weltkrieg drei Typen gebaut und eingesetzt und die kennt sicherlich jeder. Das ist einmal natürlich das Sturmgeschütz, den Saint-Chamond, die Gazelle auf, nee, den Elefant auf Gazellenbein, so hieß er immer als Spitzname. Und dann gibt es natürlich noch den jeder so als Panzer im Ersten Weltkrieg im Kopf hat. Und zwar ist das der kleine Süße. Ich habe ihn noch hier eben mir extra abgespeichert. Ich bin verwirrt. Das ist natürlich der FT-17 der Franzosen von Renault. Ich meine aber eigentlich einen anderen. Ich möchte heute einen anderen Panzer vorstellen oder mit euch sprechen. Und zwar ist er das hier, ne? Das ist der Schneider CA. Und das war ein Spezialartilleriegeschütz, ne? Artillerie-Spezial. Von dem gab es tatsächlich 1915 schon ein Holzmodell. Da haben die Deutschen noch gar nicht geahnt, dass es sowas überhaupt gibt. Und die ersten acht Fahrzeuge wurden im November 1916 geliefert. Und wenn man ihn sich so anguckt, ne, dann sieht man schon das Fahrwerk von dem Kasten. Und das Fahrwerk von dem Kasten ist eigentlich so das beste Merkmal, denn dieser kleine Freund ist nichts anderes als ein absolut handelsübliches Babyholt 45 PS Fahrgestell von Caterpillar. Das ist eigentlich ein landwirtschaftlicher Schlepper gewesen. Und die Franzosen haben das anders gemacht als zum Beispiel die Briten. Die Briten haben ja mit ihren Mark 1, 2, 3 und so weiter, ihren rhombusförmigen Panzern, haben die ein sehr geländegängiges Fahrzeug entwickelt. Wahrscheinlich der geländegängigste von allen Panzern im Ersten Weltkrieg, von allen Tanks. Während Frankreich gesagt hat, wir müssen etwas schnell hinkriegen, was zuverlässig ist. Und haben sie einfach gesagt, wir nehmen einfach ein handelsübliches Fahrgestell, eben von Holt Caterpillar, der kleine Schlepper Babyholt, ursprünglich 45 PS. Die Franzosen haben die dann auf sagenhafte 55 PS hochgetunt. Und das beschleunigte dieses kleine Ding auf eine wahnsinnige Geschwindigkeit von 7,5 km/h. Viel schneller ging es auch im Trichtergelände nicht. Und dieser Bug, der da vorne wie so ein Schiff aussieht, der sollte eigentlich dazu dienen, wenn er in einen Schützengraben reinfährt, dass er sich dann da wie so ein Schiff aus der Welle wieder rausarbeiten kann. Hat nicht funktioniert, die Dinger blieben reihenweise stecken, weil der Motor einfach viel zu schwach war. Wenn der mit der Nase im Graben steckte, dann war das Ding dicht. Ne? Und dieser Panzer ist, ich sage mal, relativ erprobt gewesen und von allen Fahrzeugen auch relativ zuverlässig. Allerdings war die Verlustrate sehr hoch, weil der miserabel gepanzert war, ne? Es wurden 400 Fahrzeuge gebaut. Von diesen 400 im Ersten Weltkrieg gebauten Fahrzeugen, es waren exakt 400, wurden 307 zerstört. Also die Rate war jetzt als Besatzung nicht so super toll vielleicht, ne? Es gab 17 Bataillone, die mit dem Schneider AS ausgerüstet waren oder Schneider CA. Und zwar waren das die Group AS, und zwar für Artillerie Spezial.
Ne? Die Bataillone hießen dann 1 zu 17, 1 bis 17, AS1, AS2, ne, bis 17. Und die bestanden aus 4 Batterien, je 4 Fahrzeuge. Also 16 Fahrzeuge je Gruppe. Und der erste Einsatz war am 16.04.1917, während der Nivelle-Offensive. Und dort ging schon mal die Hälfte verloren der Fahrzeuge. Das war damals aber leider Standard. Auch die Engländer haben ja horrende Verluste gehabt. Wobei nicht, naja, horrende Verluste. Die meisten dieser Fahrzeuge gingen kaputt wegen technischen Defekten. Ne? Da waren sie dann hinüber. Diesen hier auf dem Bild sieht man schon, der ist abgeschossen, der ist weggesprengt. Das ist ein früher CA. Und leider muss man sagen, haben diese Fahrzeuge einen sehr hohen Blutzoll gehabt, die waren schlecht gepanzert und die ersten Fahrzeuge hatten den Tank innen. Und durch die schlechte Panzerung, das Ding fuhr mit Benzin, die Dinger sind reihenweise ausgebrannt. Und weil der von innen so unglaublich eng war, gab es für die Besatzung eigentlich keine Überlebenschance bei den Teilen. Man ist dann später dazu übergegangen und hat den Tank nach außen gesetzt. Hinten ans Heck hat man den dann rangebaut. Der hieß dann CA1, nannte er sich dann. Und hier haben wir einen. Der sitzt halt in der deutschen Stellung vorne Bug an der Seite in diesem kreisrunden Ding ist nochmal die Kugelblende für das MG. Bewaffnung war eine 7,5 cm Haubitze, eine kurze, kurzrohrige und 2 Maschinengewehre, die an der Seite in Kugelblenden saßen oder aus Kugelblenden schossen. Und diese Dinger waren halt, ich möchte jetzt nicht sagen ein Abenteuer, aber die sind halt, ja, es waren halt, eigentlich waren es, wie soll man das nennen? Es waren Särge. Es waren echt fahrende Särge. Wir haben hier mal so ein Foto. Das passierte, wenn die Munition getroffen wurde, wenn ein Treffer durchging, die Munition wurde getroffen, ne? Das Ding ist einfach in die Luft geflogen und ausgebrannt. Das ist halt das Problem. Und man sieht hier tatsächlich noch die Besatzung da rumliegen vorne und links. Also es ist, das Ding war halt kein Geschenk. Die Teile waren eigentlich Todesfallen. Das muss man einfach sagen. Ne? Hier sehen wir den nächsten, auch wieder einen frühen CA, ohne die beiden Hecktanks hinten dran. Und auch diesen sieht man, der hat eine interne Explosion gehabt, ne? Und hat dem das Dach hochgehoben. An der Seite sieht man noch das Maschinengewehr, Hodgkiss, modernes 14, luftgekühlt. Und vorne rechts sieht man noch die kurzruhige 7,5 cm Haubitze. Diese 7,5 cm Haubitze war seitlich auf einer Seite nur. Das heißt, er konnte theoretisch immer nur nach vorne rechts wirken. Und wenn ein Gegner kam, ein Panzer kam, dann mussten sie ganz schnell, hier sieht man es, das Rohr, dann musste er das ganze Ding, den ganzen Panzer bewegen, damit er dieses Ziel dann auch bekämpfen konnte. Man sieht hier, wie klein das Ding ist. Ne? Es ist wirklich nur ein stinknormales handelsübliches Fahrgestell gewesen. Da hat man einen Stahlkasten aufgesetzt und gesagt, jetzt bist du ein Panzer. Ne? Das ist so wie, ja, heutzutage, ne? Ich definiere mich, da kann ein Käfer kann sich dann als Porsche definieren, ne? Und hier hat sich ein Holt Caterpillar als Tank definiert. Aber das war das Einzige, was die damals hatten, tatsächlich am Anfang, bis die anderen Fahrzeuge kamen. Es gab noch die Versuche, den CA aufzupanzern. Ne? Der hieß dann CA1 zur Blindé. Da hat man dann zusätzliche Panzerplatten dran gebaut, die das Ding aber schwerer gemacht haben, unbeweglich am Gelände gemacht haben. Auch nicht die super Idee. Eigentlich. Ne? Dieser kleine Kasten ist aber, wie gesagt, der erste wirkliche Panzer gewesen, die Franzosen einsetzen konnten. Und man sieht hier halt immer an der Größe, wie lütt der war. Ne? Besatzung 6 Mann eigentlich. Also das ist jetzt wahrscheinlich die ganze Besatzung des Fahrzeuges, könnte ich mir vorstellen. 6 Mann.
Und diese sechs Mann mussten da alle rein. Zwangsläufig, ne? Ein Sarg. Manche sagten auch Krematorium dazu, weil der halt so fröhlich brannte, ne? Auf diesem Bild hier sehen wir, das habe ich mir geklaut, bei Military Images. Aber die haben es auch nur geklaut, weil das Bild ist nämlich äußerst bekannt. Ne? Hier sehen wir von hinten, wie er von hinten aussieht. Hier ist Motoröl rechts an dem Fass, weil das Ding hat halt auch einen dementsprechenden Ölverbrauch. Hinten sieht man so zwei Schienen. Der FD-17 hatte ja eine große Schiene, um sich abzustützen, ne? Den Schwanz. Und er hatte zwei so eine Skier hinten, die sollten ihn dann abstützen, wenn er irgendwo ein Hindernis hochfährt. Und da, wo jetzt dieses Ölfass ist, da sind bei den späteren Schneider-Tanks, da wäre dann der Tank gewesen. Ne? Hier ist nochmal ein nachkoloriertes Foto. Die wurden also sehr häufig sehr schön angemalt, auch wenn das vielleicht nicht so richtig wichtig war. Aber hier sieht man auch wieder die Größe. Da war halt nicht viel Platz drin. Ne? Deshalb sieht man auch ab und zu, ich habe irgendwo Foto, ich weiß nicht, wo ich es habe, da sieht man, dass das ganze Dach vollgepackt ist mit Ausrüstung, weil die halt auch keinen Platz hatten für das Teil. Ne? Hier haben wir ein Kommandeursfahrzeug. Es wurde, die hatten natürlich keinen Funk damals, ne, im Ersten Weltkrieg, und die haben dann gearbeitet mit Winkflaggen, mit Fahnen. Ne? Es gab auch Versuche, da hat man auf das Fahrzeugdach aufklappbare Schilder aufgesetzt für den Kommandanten, der vorne wegfuhr. Dann konnte der Klappen aufstellen, dann hieß es dann links rum, rechts rum oder geradeaus. Die waren also schon sehr sehr gewitzt, was das bedeutet. Ne? So. Hier haben wir nochmal ein Bild eines CAs, dem halt eine interne Explosion das Dach hochgedrückt hat und an der Seite das MG aus der Kugelblende gedrückt hat. Ne? Wie gesagt, 400 Fahrzeuge gebaut, über 300 zerstört. Das war also schon relativer, naja, Selbstmord nicht. Es war sehr mutig, damit loszufahren. Ne? Die Deutschen haben ja sofort, als sie merkten, oh, Panzer, Mensch, Tanks, ne? Verrückt, ne? Und haben ja leichte 7,5 cm Kanonen oder 7,62er Kanonen, Feldkanonen, haben sie in die Front gebracht und haben dann die als Pack benutzt am Anfang. Ne? Hier ist mal so ein Bild. Da sieht man, wie er oben bepackt ist. Dieser hat zusätzlich Scheinwerfer oben drauf. Hat der hintere auch, sieht man. Ne? Die haben Zusatzpanzerung an der Seite angeschraubt. Das ist also ein Zürblindé. Es müsste also ein CA1 sein, später mit der Zusatzpanzerung. Und damit sind sie dann los. Sie werden hier entladen, wie es aussieht, von einem Bahnwaggon. Und dann geht es in Richtung Deutsch. Hier ist nochmal ein Bild von innen, wie das innen aussah, das Teil. Es kam halt dadurch, es war einfach nur ein aufgesetzter Kasten. Das heißt, die saßen praktisch auf dem Boden, der Motor war in der Mitte. Man sieht den hier an der Seite, links. Ne? Und dann hatte man im Boden Löcher für die Füße, dann konnte man die Füße da so reinhalten und sonst stand man praktisch in diesem Aufbau drin. Also es ist ein ganz abenteuerliches Gerät gewesen und mit Sicherheit nicht witzig, die kleinen Teile. Ne? Hier haben wir nochmal einen zerstörten. Sieht mir auch wieder nach einem früheren aus, dem eine interne Explosion das ganze Ding zerrissen hat, das ganze Heck zerrissen hat. Ne? Und natürlich für die Besatzung ist dann vorbei. Die Besatzung hat da keine Chance in diesem Fahrzeug gehabt. Ne? Er ist eigentlich relativ klein und handlich gewesen. Ne? Man hat das ja eben an dem Foto gesehen, dass er wirklich sehr, sehr kompakt war. Ne? Man konnte ihn gut auf Eisenbahnwagen packen. Er war
aufgrund des Verhältnisses Fahrwerk zur Gesamtlänge war er recht wendig. Man konnte ihn gut bewegen. Das war halt was anderes, als wenn ich hier einen Saint-Chamond zum Beispiel habe. Ich habe hier mal so ein Bild vom Saint-Chamond. Der hatte auch ein handelsübliches Fahrgestell von Caterpillar. Eine Nummer größer, nicht vom Babyholt, sondern ich glaube, das war der normale Holt. Hatte ein bisschen mehr PS. Aber der Saint-Chamond war halt als Sturmartillerie gedacht. Der hatte vorne eine 7,5 cm Schneider eingebaut. Und man sieht hier, der saß halt vorne sofort auf. Ne? Sobald irgendwie er Gelände war oder so, auch wenn es ein Trichter war, der saß sofort vorne aus. Und auch hier war der Motor zu schwach, sodass er sich meistens festfuhr. Und dann war er natürlich ein leichtes Ziel. Der Saint-Chamond. Zum Schneider noch zum Abschluss. Insgesamt gab es 648 Einsätze. Das heißt, diese 400 gebauten Fahrzeuge vom Schneider fuhren 648 Mal gegen den Feind. Das bedeutet also nicht 648 Einsätze, sondern 648 einzelne Panzer fuhren los zum Feind von 400 gebauten und 307 wurden zerstört. Kann sich diese Verlustrate. Nur zum Vergleich, während des Ersten Weltkrieges fuhren die FT-17 von Renault, die kleinen, die fuhren 3.292 Einsätze. Also 3.292 Fahrzeuge fuhren gegen den Feind. Also dieses Verhältnis ist also völlig wahnsinnig. Ne? Der letzte Einsatz im Ersten Weltkrieg erfolgte am 1.11.1918. Da fuhren 51 Schneidertanks nochmal gegen den Feind. War eher so ein Verfolgungsgefecht. Ne? Und der letzte Einsatz für ein Schneider CA1 überhaupt, der war 1936 während des Bürgerkrieges. Und zwar hatte Spanien nach dem Ersten Weltkrieg 6 Fahrzeuge gekauft und 2 Stück davon fuhren 1936 noch gegen die Legion Condor. Allerdings recht erfolglos. Das muss man mal so kurz daneben sagen. Ja, wie gesagt, das ist der Schneider CA1. Ich habe eigentlich immer mal gesagt, Mensch, ich finde den Panzer so interessant. Und weil er ja ein handelsübliches Fahrgestell hat, könnte man den eigentlich nachbauen. Und das ist so ein Ding, ich habe leider keinen Platz. Aber das Fahrgestell habe ich schon geguckt. Es gibt so ein ähnliches Fahrgestell heute noch tatsächlich von Caterpillar. Ne? Hier von Cat. Also gibt es noch. Und zwar ist das ist das so eine Raupe, ne? So eine Kettenraupe. Ne? Die gibt es also immer noch. Ne? Also theoretisch, wenn man da den Platz für hätte, ne? Eine gebrauchte Raupe kaufen und dann baut man sich ein CA. Ist auf jeden Fall einfacher, als zum Beispiel ein FT-17 nachzubauen oder ein A7V. Die Deutschen haben diese Kisten, ich glaube, in 4 Stück, meine ich, haben sie erbeutet und eingesetzt. Cool. Ich finde interessant. Ich wollte ihn euch vorstellen, den kleinen Renault CA, den Schneider CA. Von Renault ist er nicht, sondern von der Firma Schneider. Und ich hoffe, war ein bisschen interessant. Reicht. Mal gucken, ob ich ihn irgendwann mal nachbaue. Wäre so mein Rentnertraum vielleicht. Ne? Ich baue mir jetzt einen Panzer. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht baut einer von euch ja mit. Wäre ja lustig. Adios.